Hallo, ich bin Björn, ich komme aus Deutschland, genauer gesagt aus dem Nordwesten Deutschlands. Ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite als Berater für betriebliche Altersversorgung in dem deutschen Rentensystem. Ich habe mich entschieden für die Schule in Portsmouth für LSI aus folgenden Gründen. Erstens, ich bin nicht der Mensch, der sehr gerne in den überfüllten Städten ist, zum Beispiel London. Portsmouth ist deutlich ruhiger, entspannter und relaxter. Und ich hatte die Hoffnung, dass viele Leute hier mir helfen würden, wenn ich eben frage, wo etwas ist oder wo ich mich zurechtfinden könnte, dass es ein wenig noch nicht familiärer, aber zumindest hilfreicher ist. Ich habe mich entschieden, bevor ich angekommen bin, den General English Kurs in Kombination mit Business English zu machen. Ich habe allerdings direkt am ersten Tag meines Kurses festgestellt, dass der General English Kurs ein wenig mehr geeignet ist für die jüngeren Leute, die nicht entsprechend fokussiert sind, wie eben der Part des Business English Kurses. Und bin dann eben auf die entsprechenden Personen hier in der Schule zugegangen, die mir innerhalb des gleichen Tages noch organisiert haben, dass ich den Kurswechsel machen konnte von zuvor dem General English zu der 30-Plus-Gruppe. Das war eine sehr gute Erfahrung. Es war alles sehr unkompliziert, mir wurde sofort geholfen und ich war sehr glücklich, am nächsten Morgen direkt in die andere Klasse zu kommen, wo ich mich mehr unter Gleichgesinnten gefühlt habe, da eben die Zeitspanne meines Kurses nur ein paar Wochen, um genau zu sein, 3 Wochen betrug. Und ich sehr fokussiert an die Herangehensweise, nee, ich wollte sehr fokussiert herangehen an das Englisch lernen und das war eben hier besser gewährleistet. Um euch ein paar Beispiele aufzuzeigen, die Morgenklasse, die eben zwischen 9 und 12 Uhr ist, da ging es um das allgemeine Englisch in unterschiedlichen Situationen, aber immer kombiniert mit dem Anteil des Business, eben was für einen Job man hat oder eben welche Art von Job es ist, aus welchem Bereich es kommt. Aber unterm Strich war es immer der Part, dass es ein allgemeines Englisch sein sollte, also das allgemein Gebräuchliche. Die Nachmittagsklasse war dann unterteilt in die unterschiedlichen Bereiche, in denen jeweils die Personen gearbeitet haben, eben in meinem Bereich das Management oder eben Finanzen, wo wir insgesamt zwischen 3 und 4 Personen in der Gruppe waren. Es war sehr interessant zu erfahren, was für unterschiedliche Art von Businesses diese Teilnehmer arbeiten. Wir haben sehr viel von uns gegenseitig erfahren und vor allem, was sehr gut war, wir haben unterschiedliche Schwerpunkte in jeder Woche gehabt. Wir hatten zum Beispiel den Teil, dass wir eine Präsentation halten müssen. Komplett in Englisch natürlich. Wir mussten unter anderem ein Meeting leiten oder auch selbst ein Meeting zusammenstellen. Und wir haben letztlich dann das typische Sozialenglisch mit dem Businessenglisch verbunden. Das waren die unterschiedlichen Bereiche, in denen ich herumgeschwommen bin.